Ja, hallo, der Blumenmann ist wieder da und ich habe wieder gedacht, ich mache dir nochmals eine Deko-Idee mit der Chrysalidocarpus lucabensis Palmenrindenblatt und das wollen wir hier können an diese Nagel hängen. Ich habe gedacht, ich nehme mal meine Bohrmaschine zum Starten und mache da mal feinsäuberlich ein schönes Loch. Mich das Teil verarschen oder was? Passt nicht durch. Komm. Vielleicht habe ich den falschen Bohrer ausgewählt. Oh, so, jetzt siehst du, sieht doch mal schon gut aus. Es hält schon fein säuberlich. Damit ich sicher bin, dass meine Materialien, die ich dann auf meine Ostertischdeko oder Türdeko hin mache, gut hält, nehme ich da von der Trockensteckmasse und lege die mal hier so rauf. Das muss nicht ein riesiges Teil sein, sondern es geht darum, dass wir jetzt eine kleine Stabilisation haben für die Materialien, die wir dann verwenden werden. Sei bitte nicht sparsam mit dem Heißkleber, weil wenn das nicht gut hält, dieses Teil, dann haben wir verloren. Dadurch bitte verwende genügend Heißkleber. Währenddem dieses Heißkleberteil mal trocknet, kann ich da schon mal so mit der Kokosfaser dieses Oasis-Steckmassenteil abdecken. Dann habe ich da Birke geholt. Und mit der Birke wollen wir da die Kreation so ein wenig ausputzen. Ich finde, wir dürfen die Rinde nicht völlig überdecken, aber ich würde es eigentlich noch toll finden, wenn da etwas auch runterhängt. Also nicht, dass wir da wirklich in der Form bleiben müssen, aber sicher auch nicht die ganze Form zerstören wollen. Warte genügend lange, bis der Heißkleber auch trocken ist, weil sonst hast du dann plötzlich ein kleines Problem, dass du dir deine Finger verbrennen wirst. Wieder schauen, dass die Rindenstücke wirklich auch, die Birkenstücke wirklich auch schön in der Kreation drinnen bleiben, nicht dass sie da plötzlich rausschwuppeln. Dann habe ich da gedacht, verwenden wir da so schöne Narzissen. Diese Narzissen haben da so leicht angetrieben, werden aber garantiert nicht mehr blühen, aber so für, sage ich mal, eine Deko sind die wirklich genial. Die trocknen auch wunderschön ein und sollten auch nächstes Jahr noch eine Augenweide darstellen. Haben wir mal diese drei Osterglocken integriert. Nur schauen, dass sie dann wirklich auch drinnen bleiben, besonders diese, die da nach oben guckt. Dann machen wir es doch einfach so, dass wir da noch eine zweite Drahtnadel reinmachen. Dann habe ich mir überlegt, was mega kuschelig aussehen würde, sind so die klitzekleinen Wachteleier. Da muss man einfach wirklich gut aufpassen, dass diese Wachteleier nicht zerdrücken beim Kreieren, weil die sind wirklich ganz, ganz dünnwandig. Und das heißt also, wenn man da zu fest drückt,
dann ist das wirklich eine kleine Gefahr, dass man die zerstören könnte. Wenn dann der Leim ausgeht, dann ist dann wirklich Hopfen und Malz verloren. Dadurch ist es wichtig, dass man da immer wieder frischen Heißkleber auch an Lager hat. So. Ein Ei. Jetzt ist die Kreation, finde ich, relativ düster. Und da habe ich noch so Filika, die habe ich auch schon in den Wintermonaten oftmals verwendet. Die sind mega cool, so eine Trockenmaterialie. Die ist jetzt noch frisch, aber die wird dann mit der Zeit eintrocknen. Und die kann man da auch mega gut für solche Kreationen verwenden, damit wir so noch ein etwas helleres Element zu den Eiern hinkriegen. Dann, was halt auch immer sehr schön ist bei den Trockenkreationen, ist zum Beispiel Olive. Kann man da auch sehr gut einfach noch so reinlegen. Braucht auch nicht mega viel. Aber es braucht so ein, zwei Zweige, damit die da sicher sind, dass die Kreation am Schluss toll aussieht. Und nun braucht es gar nicht mehr viel Material hier reinzulegen, weil wir nehmen jetzt noch einige kleine Federn. Pellhuhnfedern, du kannst natürlich auch anderes Gefieder nehmen. Immer das Wichtigste ist, dass wir so passende Federn haben, nicht zu kleine, nicht zu große. Könnt ihr natürlich auch Häschen noch reinmachen, Küken. Da kann man wirklich immer ein wenig auch variieren, dass man da den Style, den man selber zu Hause hat, auch, soll ich sagen, dem treu bleibt und so nicht irgendwie plötzlich etwas ganz anderes rumstehen hat, nur weil der Blumenmann sagt, das ist toll. Wirklich das Wichtigste ist, wenn du kreativ bist, bleib authentisch und mach die Deko so, wie sie zu dir passt. Irgendwie ein anderes Osternest und doch kein Osternest, aber wirklich eine ganz schlichte, ich finde es tolle Frühlings- Deko-Idee. Wenn man die Kreation dann manchmal von einer anderen Position anschaut, dann sieht man manchmal noch, hier hat es noch eine Lücke oder hier ist es noch nicht so toll, wenn man da irgendwas noch nicht hingelegt hat
oder es hat da noch zu wenig Birkenzweige drin. Und dann sollte man das einfach auch noch schnell ein wenig korrigieren. Mal dran schütteln und rütteln und schauen, sind die Materialien gut fixiert. Nehmen wir noch den Sprühkleber natürlich. Können da noch schnell kontrollieren. Haben wir da alle Lücken wirklich schön gefüllt. Auch Raum sind schöne Lücken. Also das heißt, man muss nicht immer alles schön durchgängig gefüllt haben. Aber von Vorteil, wenn man da nicht mehr tief durchs Blatt sieht. So, das war meine Idee. Ich hänge sie mal noch schnell kurz hin. Wenn man es dann hinhängt, dann sieht man manchmal noch, da steht da raus wie irgendwas. Sieht ja nicht so toll aus. So. Ja, das ist meine Idee. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir zuzuschauen bei dieser Idee auf einer Chrysalidocarpus lucabensis Rinde eine kleine Osterdeko zu kreieren, wenn sie dir gefällt. Schlicht, natürlich, ja, vielleicht ein wenig fad, aber schön. Dann zeig mir das mit einem Daumen nach oben, lass einen Kommentar da und natürlich das Abo, wenn du das erste Mal bei Blumenmann bist, nicht vergessen. Und dann sag ich einfach wieder Tschüss und weg und bis zum nächsten Mal wieder. Natürlich kannst du die auch einfach so auf den Tisch legen und das sieht toll aus, nicht wahr? Ich glaube, ich habe genügend geschwafelt und gesprochen. Hänge sie auf und sag dann einfach Tschüss.